Pontus wirkt für mich, als denkt er, er wäre schlau. Gibst die Mühe im NRR, so siehst du auch aus. Was ist bitte los mit deinem Riecher in der Fresse? Hast du beim Pullen deinen Arschloch mit der Nase verwechselt? Nach dem NRR sieht man, dass deine Skills zügig sind. Du bist das perfekte Beispiel, dass Menschen dümmer werden. Durch den Rückschritt fällt dein Mund weg, was kacke ist. Brauchst du aber nicht, weil du schon so wie ein Affe klingst. Mit dir eine Runde zu drehen ist hammerharte Scheiße. Denn steht vor dir, möchtest du gleich die Kamera angreifen. Und im Wald mit dir zu drehen, möchte keiner mitmachen. Es ist kein guter Ort, hier zu kacken. Pippelpott, das fliegt raus. Du bist hart überlegen, so klar, da brauchen wir nicht lang drüber reden. Ich mein, wenn man leider seit 2 Jahren gleich klingt, ich bei deiner Scheiße dann gleich wieder einig. Ja, dann hör doch lieber auf und in einem weiteren Turnier, da bist du schon wieder raus. Nach 2 Jahren wird dann langsam klar, ey, das war nix. Die größte Steigerung bei dir war letztendlich der Haarschnitt. Pottos, es ist aus, mach nicht so dumme Kacke. Während andere sich entwickeln, bleibst du straight an der Sache. Bist schon dumm, bleibst auch so. Am Ende fallen deine Triebwerke und du auch um. Das Geld fällt runter, ehe du das Achtel bestehst. Ich bin bei deinem Skill sicher, dass du noch lang überlebst. Pottos wirkt für mich, als denkt er, er wäre schlau. Boah, der ist ja mega stolz auf seinen NRR-Verlauf. Was ist bitte los mit deinem Riecher in der Fresse? Die hat wohl nicht nur eine Riesenweite geplättet. Mit deiner Dummheit bist du mächtig am Spinnen. Ich werf an du einen anderen Kopf und du fängst an, es grillen. Du holst es raus und du liest ein paar Seiten. Doch nicht so dumm und wirst es wieder rein. Was soll das, dass du dich beim Ausmisten drehst? Zeig doch deine Dummheit, wenn du eh nur Hollister trägst. Ich denk, ich hab den Leuten schon genug gesagt, was du so das bist. Das ist wie bei deinem Rohr verlegen, kein rundes Ding. Pottos, es ist aus, mach nicht so dumme Kacke. Während andere sich entwickeln, bleibst du straight an der Sache. Bist schon dumm, bleibst auch so. Am Ende fallen deine Triebwerke und du auch um. Das Geld fällt runter, ehe du das Achtel bestehst. Ich bin bei deinem Skill sicher, dass du noch lang überlebst.